So, Aufnahme läuft. Ladies and Gentlemen, wir sind wieder in einer Night at City. Da ist es flauschig. Ja. Genau. Ne? Eine haben wir ja noch da unten. Zwei. Zwei sogar, ja. Sag mir, das Ding hat sich jetzt schon wieder klar, na ja klar. Hallo Night fucking City. Marcel hat das doch für Fußball benutzt gehabt. Ja, habe ich nicht dran gedacht, sonst hätte ich gestern schon einen Stromstecker gesteckt. Aber gestern war es noch am Blinken. Auf erhöhte Gangaktivität hat der Bürgermeister die Gefahrenstufe der Öffentlichkeit auf Rot erhöht. Bewohnern von Arroyo und Watson wird geraten, ihre Häuser nach Einbruch der Dunkelheit nicht zu verlassen und außerdem sicherzustellen, dass der Hausperling ist ausgestorben. Haben. Schulen sowie auch Krankenhäuser bleiben bis auf gerade geschlossen. Ach Gott sei Dank, ich dachte jetzt hier. Nee. Das letzte Exemplar ist im Jahr 2077 verstorben. Angelegt. Inzwischen ist er zu einer Zuflucht für Gangs und Drogensüchtige verkommen. Kang Tao verkündete erst kürzlich Interesse, Grundbesitz in Pacifica zu erwerben, mit dem Ziel dort ein neues Server und Logistikzentrum zu erhalten. Reden wir jetzt mal über gestern? Ich weiß immer noch nicht, was gestern war. Vielleicht sollte ich mal lange da noch dabei stehen bleiben. Ja. Irgendwie stimmt hier noch was nicht. Vielleicht gibt es Krieg. Du wirst schon sehen. Ja, das sagst du schon. Ja, genau. Wie es geht. Warum holst du dir nicht auch eins? Die war für uns beide. Ja. Ich will aber Höpi. Höpi, gut. Ist der Lella auch gut. Garcia. Guck dich doch mal an. Du bist ein Skelett auf zwei klapprigen Beinen. Einmal. Hat hier jemand die Null gewählt, Alter? Ja, werden die mich wieder nehmen. Das ist ein Witz, ein verfickter Witz. Ja, liebe Leute, wir sind wieder da. Wir waren ja ein bisschen weg. Wegen Arbeit, Arbeit, Arbeit. Habe ich schon Arbeit erwähnt? Ja, war eine anstrengende Woche. Nee, die ist ja noch nicht vorbei. Für mich schon. Ja, für mich erst morgen um, keine Ahnung. Vermutlich 22 Uhr. Aber dafür habe ich ja nächste Woche Urlaub. Ich nicht? Tja. Sieh mal an und guck. Ich meine, du hast ja eh so unverschämt viele Urlaubstage. 36. Ja. Mhm. Das sind 8 mehr wie ich. Ja. Dafür wird aber von mir auch verlangt, dass ich Überstunden mache. Von dir nicht. Von dir ist eher das Gegenteil. Kommt aber auch schon mal vor, ne? Ja, mal, wenn dann mal ein großes Problem ist, was halt nicht sofort zu lösen ist. Ja, klar.
Aber bei dir wird es nicht schon, schon montags praktisch eingeplant, dass du bis Freitags mal eben 11 Überstunden hast. Ja. Jetzt machen wir das Ganze mal auf Matrix-Style. Mit einem dicken Bäuerchen fangen wir erstmal an. Na gut, die werde ich eh nicht brauchen. Alle schöne Reihe nach hier aufstellen. Nein, 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 nein. Nicht vordrängeln, es ist genug für alle da. Einen Augenblick bitte, ich habe keine Waffe. So, jetzt. Kannst rauskommen. In zwei. Ist da ein Patient in dem anderen Zimmer? Es lag mal einer auf der Liege. Ich weiß jetzt nicht, wo der hinten ist. Ob er sich irgendwo versteckt hat oder so. Von hinten. Ja, von hier können sie nicht kommen, hier ist eine Wand. Ja, aber von hinten, also durch die Tür da. Ich bin hingeguckt, glaube ich. Ich weiß nicht, warum sie die ganze Zeit schießen. Aber ja, das irritiert mich jetzt auch gerade. Aber ich hätte schwören können. Nein, ich stehe doch hier ganz irgendwo. Also alle Roten sind auf dem Flur gewesen bis gerade hin. Es sind noch zwei im Flur vor dir und, ach keine Ahnung, sechs hinter dir oder so. Wieso fliegt es? Aha, aha, hier kommen sie, kommen sie, kommen. Jetzt gehen sie wieder. Shit, ich dachte wirklich jetzt, sie kommen. Kontakt! Hm. Nun, ja. Macht euch bereit! Die suchen dich, die checken gar nicht, wo du bist. Hier liegen ihre zerplatzten Kollegen. Von Granaten zerrissen. Ich glaube, das war hier ein Patient. Oh. Ja, aber der war ja ziemlich schnell weg irgendwie auf einmal, deswegen glaube ich, dass also, der ich einen den Arzt nicht gebracht hat. Nee, nee. Der ist ein verrückter Arzt mit dem Messer wahrscheinlich. Ja, genau. Der da.
Bunker, das waren wir auch nicht. Nö. Doch, vielleicht. Ich habe ja Granaten herausgeworfen. Wir sind ja da abgeprallt und hier hängen wir. Oh. Oh, das war ich auch nicht. Guck dir das an, das sind keine Schusswunden. Na gut, habe ich ein menschliches Schutzschild hier. Wir haben schwere. Wäre was? Der Krust oder so in den Waffen. Oh oh. Cyberpunk ist abgekratzt. Ach nö. Oder? Nö. Doch. Noch doch. Absturzbericht hier. Cyberpunk ist abgekratzt. Oh nö, nicht schon wieder. Na, die letzten Tage ist nie was passiert. Nee. Wenn wir streamen. Ja, genau. Man merkt das bestimmt, dass das Signal von irgendwo noch abgeschnorchelt wird. Daniel ist eine fiese Sau, ne? Was hat er denn angestellt? Der hat für den Fall, dass, als das Licht ausging, war ich gerade. Oh, warte, es geht hier los. Oh, so weit zurück sind wir ja gar nicht. Für den Fall, dass der sein Rechner gehackt wird. Ja. Liegt irgendwie auf dem Desktop eine Datei, irgendwie so mit Bankkontodaten oder sowas heißt die. Wenn du die anklickst, lädst du dir ein Virus. Ja, so ein Speicherkiller-Ding. Nett. Richtig fieses kleines Ding, ja. Aber warum hackst du auch den Rechner von irgendwo, ne? Ja, ja. Ein fieses schwarzes Eis. Würde man hier sagen. Ja. Gegrillt von einem Busy Rooms Konzern Eis. Was vibriert denn hier meine Uhr die ganze Zeit wieder so? Timmy hat was geschickt. Timmy? Timmy? Was schreibt denn Timmy? Der hat ein Video geschickt. Kann ich doch jetzt nicht gucken. Weiß der denn nicht, dass ich gerade streame? Doch, muss er wissen. Habe ich ja gepostet in der Gruppe. Ladies and Gentlemen! The Nu is in the house. Ja, wo bist du? Ich bin hier. Wer noch? Fuck. Ja, komm. Ich
Es ist ein 5-Sekunden-Video. Erklär mir, was im Video passiert. Ich kann noch nicht lesen. Kann ich dir nicht erklären. Warum nicht? Das ist ein Fußballer, der irgendeine Geste macht und das sollen nur Nerds erkennen. Ich erkenn's nicht, also kann ich dir nicht erklären, was in dem Video vor sich geht. Du verstehst? Sieh Anna an. Wir beide waren in derselben Einheit. Du erkennst ihn? Am Tattoo. Und an seiner Scheißangst. Die Hölle, die wir in Mexiko erlebt haben. Das ist deine Ecke. Was wir gesehen und getan haben. Der beste Weg, den Verstand zu verlieren. Mann, Johnny. Jasmine Dixon? Kommt die aus Dixon? Die macht da nämlich so einen geilen, die machen da so einen geilen Apfelsieder. Mhm. Und Dixon Cider. Ja. I wanna have some Dixon Cider. Also wieso geht da nur anrufen? Da musst du da irgendwie reinkommen können, oder? Die reagieren ja auch nicht auf die Calls. Der Bachmann hat den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Dixon? Lady? Jasmine Dixon? Das bin ich. Aber wer schickt dich? Ist dein Gerät wieder aus? Hm? Das Tablet. Das Tablet ist sowieso aus, wieso? Komm, ich hol dich heraus. Kannst du gehen? Ich weiß nicht. Wohin denn? Hey, hey, hör mir zu. Alles wird gut, okay? Ich hol dich hier raus, kapiert? Ich hab dir doch gesagt, das Ding ist aus. Ja, verstehe ich. Ich glaube mal 9%. Wir können gehen. Gehen. Broken. Mushroom. No. What? Nix. Aber die Quasar, das ist eine völlig andere Liga. Sieht fast aus wie ein Fertigungsfehler. Ich muss sagen, sie liegt aber erstaunlich gut in der Hand. Die Waffe sieht aus, als hätte sie einen Fertigungsfehler, liegt aber gut in der Hand. Also irgendwas widerspricht sich doch da total. Guck mal, hier wäre man auch durchgekommen. Mhm. Interessant. Von hier aus. Keine Warnschüsse steht da, extra. Wow. Das ist ein tolles Krankenhaus. Mhm. Wer spricht denn da? Der Fernseher. Sie ist hier irgendwo. Sag nicht der Fernseher. Ach so. Das habe ich gar nicht gehört. No, that's not the TV. Not the TV. Not the TV. Lady? Komm mit. Was ist hinter dir? Super. Steig ein. Du kannst zu deinem Mann zurück. Er wartet schon auf dich. Oh Gott. Ich dachte, ich komme hier. Dass die... Naja, aber sie für ganz plemplem haben sie ja nicht gehalten, weißt weil sie hat ja noch den Gürtel von ihrem Bademantel. Die haben ihr das doch nur untergeschoben. Jeden Tag. Ja, aber in der normalen Klapse kriegst du das doch genommen.
Jetzt ist es vorbei, Jasmine. Ihr könnt ihr nichts mehr tun. Ich... Wer immer du bist. Danke. El Capitan ruft dich an. Gute Arbeit, Bing. Jasmine ist auf dem Weg zu ihrem geliebten Ehemann und ich bekomme meine geliebten Eddies. Oder eher unsere. Hast du gut gemacht, Bing. Auftrag erledigt. Oh. Der Kapitän muss weinen. Ja. Ist das nicht süß? Mein Gott, was ist das denn hier für ein Schneckenknäuel? Ja, man sah erst gar nicht so. Hä, was, wo sind denn alle Schnecken hin, ne? Dann habe ich Futter reingetan. Ich habe dir doch gesagt, wenn du manchmal ins Aquarium reinguckst, denkst du dir... Da ist niemand. Wo sind die alle hin? Ich habe auch nur einen Neon gesehen. Keinen einzigen anderen Fisch. Ja. In dem Moment, wo der Deckel oben aufging, zack, 30 Tiere. Ja. Nur Agro siehst du. Agro schwimmt da rum und guckt, ob sich irgendeiner... Ja, die halten sich schon von ihm fern, denke ich mal. Vielleicht packe ich den auch in das andere Becken. Oder beide Neons in das kleine Becken. Ist ja auch gefiltert, oder? Ja, meinst du das Triopsbecken? Ja. Ja, keine Ahnung. Hast du Angst, dass sie die Triops-Babys fressen? Ich glaube, die fressen. Ne? Nee, warte mal, ich weiß gar nicht, ob die... Jetzt muss ich noch was sagen. Der Agro-Neon, der frisst doch alles. Der greift doch sogar seine Fischfreunde an. Ja, aber der frisst sie ja nicht. Ich weiß nicht, ob er auch... Ja, aber ich will jetzt natürlich meinen Triops-Babys. Keine Gefahr... Nee, lassen wir erstmal. Keine Gefahr für die Triops-Babys. Sollte da niemand schlüpfen, dann wandert er irgendwann da. Hey, wie? Ich habe hier einen Typen, der dringend aus NC weg muss. Sonst ist er erledigt. Ich brauche eine gute Fahrerin, die sich bei Ärger nicht gleich in die Hose macht. Was meinst du? Guck's dir mal an. Ach, Flavio. Ah, Sixth Street. Dreckswichser. Labern hochtrabende patriotische Scheiße, als wären sie was Besseres als primitive Schläger. Ich schnapp mir die Schrotflinte! Hier, da! Hier sind Soldaten am Boden! Ich wollte jetzt gerade mal gucken, ob die ihren Nachwuchs fressen, ne? Sind friedliche und verträgliche Fische. Das mag vielleicht. Agro? Das mag vielleicht zutreffen, aber nicht auf meinen. Mhm. Fuck. Ja, sind auch alles Fresser. Ja. Bitte, bring mich nicht um! Thank you.
Scheiße. Das ist ja ein verficktes Blutbad. Was ist das? Hey, das ist dein Schum, oder? Glaubt, er lebt noch. Scheißkerle wie der haben sicher 7 Leben. Hey, hörst du mich? Ah, oh, fuck. Sixth Street, sie. Ich weiß. Flavio, oder? Das bist du? Ja, du musst mich hier rausholen. Was zum Teufel? Du musstest nur auf deinem Arsch sitzen und warten. Alleine. Ja, aber das ist ein schwerer Abschied, okay? Also habe ich ein paar Mädels bestellt, ein paar Booster dazu. Was? Und du hast gedacht, das kriegt keiner mit, wenn du jede zweite Nutte der Stadt bestellst? Okay, ich habe Scheiße gebaut. Ist doch egal, jetzt wir müssen los. Ah, meinst du? Dann mal los. Ah, oh, Scheiße. Auto ist in der... Garage. Da müssen wir hin. Hast du die Koordinaten? Ja, hab ich. Shit. Wollte doch nur ein bisschen Spaß. Heul nicht. Im Gegensatz zu den Mädels lebst du noch. Der Kunde. Hinten drin, am Verbluten. Fuck, wenn der stirbt, kriege ich kein Geld. Nicht mein Problem. Hab meinen Teil getan. Das ist ja wohl eine Geste von Verfolger Laws One Piece. Mhm, toll. Ja. Okay. Ist nicht weit. Wahrscheinlich sogar eher nur Zufall. Mhm. Ja. Der ist Fan. Typ da. Da ist die ganze Zeit überlegt so, hä, was macht er denn da mit einer Handfläche oder mit anderen Fingern da so hoch? Ich glaube, der eine Finger war geil. War nur zufällig oben bei dem da in dem Video oder so. So eine Nummer ist das. Ja, ja. Das nenne ich mal Profi-Söldnerarbeit.
Flavio labert mich ununterbrochen zu, wie tough du bist. So bleibt das bestimmt auch erstmal. Söldner wie du sind echt selten. Auftrag erledigt und deine Eddies sind bald bei dir. Ich glaube, du hast den Deckel für nicht richtig drauf gemacht. Was für ein Deckel? Vom Aquarium. Warum? Weil es gerade so aussieht, als wäre der Wasserspiegel unter dem Deckel. Ja, sonst nie. Da ist ja ein bisschen Wasser raus. Ach so, nee. Ach so, okay. Da sind doch die 1,5 Liter raus, die ich für den Kleinen benutze. Ach so, ja, gut, ist mir gestern nicht aufgefallen. Ja, ist auch in Ordnung so, der Wasserspiegel. Ja. Ist alles gut. Sonst hätte ich schon wieder was nachgefüllt, aber es klappt doch so ganz gut. Ja, aber ich sehe halt solche Veränderungen direkt. Ja, und das ist gut so. Ist mein Job. Das ist Fischmama. Kritiker, Bier. Ja, ich hab auch so viel. Ich trinke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7. Ich habe Arbeit für dich. Konzerne nennen es Liquidierung menschlicher Poste. Was im Prinzip heißt, jemand muss sterben. Die Bezahlung ist gut, aber das hat seinen Grund. Das Ziel ist ein Animal. Die Infos findest du anbei. Hey, ist unser Boxclub, ne? Hi. Ja. Ich hab ja Zugriff zu dem Boxclub. Ah, das ist Lilanes. Unfall? Du kennst ihn eindeutig schlecht. Oh, eine Hornfischjäger. Das ist absichtlich poliert. Ist wahrscheinlich oben. E9. Ganz unten, PC, C. Ja. Soll ich da unten erstmal gucken? Wenn ich das richtig im Kopf habe, war der hier oben. Ja, ich weiß. Animalische Gefährten. Jetzt habe ich wohl keinen Zugriff mehr zu dem Gym. Nein.
Ah, da fällt mir ein, wir müssen doch mal wieder One Piece gucken. Der ist doch neutralisiert. Wir haben hier einen Bug, siehst du? Bist du abgehackt oder nicht? Nee, oder? Nee, dann wäre er jetzt verlassen, dann wäre er wirklich abgehackt. Stimmt. Ich muss noch mal laden. Irgendwas stimmt heute nicht. Ich will zu Logan. Wir haben ein Date. Ohne Candlelight-Dinner? Du willst den schnellen Fick, was? Sehr witzig. Geht dich nichts an. Wo ist er? Wahrscheinlich oben. Aber er wollte nicht gestört werden. Ich würde also lieber unten warten. Wer hat mich denn gesehen? Hä? Stacheldraht. Ah! Wer hat mich denn hier oben gesehen? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, er hat dich im Spiegel jetzt gesehen. Jetzt ist er neutralisiert. Mhm. Boah, eine von fünf Otti auf Dubai fehlen. Dubai ist weg. Mhm. Dubai. Ach, das ist so mein Größtes. Da würde ich eh nie hinziehen. Nee, aber vielleicht, wenn sich da grundsätzlich die Einstellung der Leute ändert und sie tatsächlich dann mal eine liberale Republik gründen oder sowas. Menschenrechte einführen, Frauenrechte vor allen Dingen. Ist doch ja eine liberale Republik. Ja. So, guck mal, jetzt habe ich einen abknallen müssen. Einen neutralisieren müssen. Jetzt, ich habe immer noch Zugriff jetzt hier. Mhm. Besser laufen konnte es doch gar nicht. Hey, bis zum nächsten. Übrigens, Logan geht's nicht gut. Du solltest mal nach ihm sehen. Hey, ich habe gehört, Logan Garcia klopft gerade an die Himmelspforte. Woher weiß er das schon? Die Kunden und ich sind sehr zufrieden. Deine Bezahlung ist unterwegs. Auftrag erledigt. Gajinga. Und es sind 21 Edits. So, Level Up, technische Fähigkeit 14. Mama, das nervt. Das geht so unglaublich langsam.
Wo haben wir uns denn letztens noch so eingelevelt hier? Weiter? Hier, glaub. Da, doch, eins von drei. Genau. Speicherregeneration, genau. Genau, das war's. Quick-Hack-Schaden übertakten. Ich glaube, unten war da was mit schnelleren Laden, oder? Was vertue ich mich gerade? Die hier sind... Ah, nee, das war Rückverfolgungsfortschritt. Minus 100% ja. Rückverfolgung nach einem Takedown. Das, mhm, ist sehr gut. Weil ich wusste, dann, unten war dann was. Brutzelst du einen, mhm, und wenn der dann umkippt, weiß keiner mehr, wo du bist. Das war Shadowrunner. Ey, du musst dir, guck mal her, du musst dir echt das Schneckenknollen ansehen, weil hier die ganze Zeit rumtanzt. Oben wieder an. Ja, Blatt. Nein, die sind alleine. Also beziehungsweise lassen sie sich treiben, aber das ist nicht nur Schnecke auf Schnecke, das ist Schnecke auf 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 Schnecke. Ja, keine Ahnung, was die da. Ich glaube schon zwei sind mittlerweile schon wieder abgesprungen. Das, Ladies and Gentlemen, nennen wir eine Orgie. Ja, was anderes ist das auch nicht. Nichts mehr für El Capitan. Kommt noch. Nur noch dem eine hier. Ja, dann nehmen wir die eine hier. Von der Gute. Das müsste doch von Dingens sein. Dakota. Dakota. Mein ich. Ja, genau. Yep. Hä? Was machen die denn alle hier? Warte, ja, da liegt. Warte mal, geh mal. Hä? Genau. Da, geradeaus, 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 geradeaus. Was zum Teufel ist da los? Hm? Ein Spunky Monkey Mantel. Ja! Jetzt ist sie böse mit dir. Sie bringt uns um. Was? Kopf mich ab und schreit, sie bringt uns um. Er kann in die Zukunft schauen. Konnte. Ach so. Ah, ja. Aber dann hätte ich ja noch gar nicht. Haltet sie auf, da ist noch was Orange. Ah, das war gut. Und das ist ein schönes Auto. Schade, dass wir die nicht behalten dürfen. Oder verticken, wenn du so Fehler hast. Jesus ist euer kleinstes Problem, meine Freunde. John Wick Style. Mhm. Ah, guck dir das mal an. Meine Hände sind voll mit diesem Sündblut von irgendeinem hier. Ja. Ah, die Scheiße ist hier überall. Ja. Du sollst dich ja auch nicht hier lange aufhalten, du sollst nur das Lila und Orangene holen. Orange waren Items der Kategorie 5. Ja, ist doch egal, das brauchen wir doch trotzdem. Ja, das habe ich ja jetzt. Und das Auto. Das da? Ja. Damit soll ich jetzt wegfahren. Ja. Den Van hier. Mhm. Hat zwar schon ein paar Kratzer, aber ich stelle mir halt vor, das wäre voll cool. Growl FM. Mal gucken, was da kommt. Das sind die, die aus dem Orbit senden. Ja. Eine neue Mission ist dazu gekommen.
Cool. Space Oddity kam gerade auch von lassen nichts. Nice. Ja, ich habe das Tablet gerade angemacht, deswegen wollte ich auf dem Tablet angucken. Achso. Seid jetzt 18%, das sollte ja noch ein bisschen jetzt durchhalten. 19 sogar. Ja, wenn es dabei am Netz bleibt, sowieso. Ja, ja. Ja, nur gerade mit 6% oder so, das wäre nichts geworden. Auch mit nee, die sind weg, weil da beim Hochstarten so viel brauchen. Mhm. Fällt sich gut der Willen. Heute ist irgendwie überhaupt nichts los, ne? Nö. Nee. Hat wohl keiner mit uns gerechnet. Das kann durchaus sein. Wobei ich es in den Sendeplan eingetragen habe, aber ja, erst sehr spät. Ja, auf einmal ist hier sich jetzt Twitch geschlossen. Update vielleicht von der App. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob der automatisch App Updates machen darf. Mal gucken. Vielleicht wenn du streamst. Wow. Woo! Da war man sich einmischen, das ist gerade definitiv ein Bundle Raid. Ja. Oder die alte Carlos greifen sich mal wieder irgendwen. Oder so, ist mir auch egal, ich wurde nicht eingeladen. Ja. Man kann ein Pferd zur Tränke führen, aber man kann es nicht zum Trinken zwingen. Ich versuche seit Jahren mit Iris Tanner zu arbeiten, aber die sture Stute schlägt jedes Mal nach mir aus. Stutenbissig. Nette Anfragen, eine gute Bezahlung. Nichts hat funktioniert. Immer dieselbe Antwort. Keine Geschäfte mit Fixern. Jetzt sieht sie das scheinbar anders. Warum? Weil die Wraiths sie entführt haben. Die Wraiths, ja. So schnell kann's gehen. Wenn du ihr hilfst, wird sie mir vielleicht endlich mal entgegenkommen. Details findest du anbei.
krieg ich eine hübsche Summe. Für die Geld. Wir werden völlig auseinandergenommen. Danke. Rip off. Exactly. Ach Mist, 55, ich war schon bei FF innerlich. Ich wollte gerade noch aufschrammen, das war aber leider eine Sekunde zu spät. Ja. Check. Hat ja ewig gedauert. Iris Tanner, ich soll dich hier rausholen. Haben sie dir wehgetan? Nein, wir waren noch in der Verhandlungsphase. Haben schlagende Argumente vorgebracht, war nur eine Frage der Zeit. Unterm Strich hätte ich lieber für die Ruffin gearbeitet, als in Stücke gehackt zu werden. Na los, lass uns abhauen. Ohne mein Auto gehe ich nirgendwo hin. Steht in der Garage. Das gehörte nicht zum Deal. Sag mir wenigstens, dass dieses Auto schnell ist. Nein, es war nicht Teil des Deals. Und nein, schnell ist es auch nicht. Das kann doch unter uns bleiben, ha? Huh? Ich bezahle dich auch dafür. Warten wir ab, wie es läuft. Und auf. So ein Van. Ich glaube, ich kaufe mir einen. Ja, ich glaube, unsere Variante, die wir gekriegt haben, war irgendwas dran, was nicht passte. Aber vielleicht vertue ich mich. Ich glaube, da war die vorne die Motorhaube weg. Das war diese abgehackte, glaube ich, Version. Danke, dass du mein Auto geholt hast. Nicht der Rede wert. Warum wolltest du vorher nicht mit Dakota arbeiten? Ich mag Fixer nicht besonders. Nichts anderes als Zuhälter minus die Sonderbehandlung. Okay. Ich will meine Kunden selbst aussuchen, eigene Regeln machen. Außerdem nimmt sich keiner einen Anteil von deinen hart verdienten Eddies, wenn du allein bist. Dann ist das hier also eine Ausnahme? Die letzte, hoffe ich.
Ups. Mit der abgehackten Schnauze erinnert mich irgendwie an den alten Ford Transit. Den konnte ich auch nicht sonderlich leiden. Ja, könnte ich gucken. Nee, es ist mehr. Jamai, Schwester. Dakota? Iris Tanner. Wie bestellt? Schwester... Lass den Scheiß, okay? Ich bin niemandes Schwester. Sag mir einfach, was ich tun soll. Danach sind wir quitt. Na, ihr zwei versteht euch ja blendend. Danke für alles, Vi. Ich zeig mich gern irgendwann erkenntlich. Okay. Stell sicher, dass du kriegst, was sie dir schuldet. Ja, komm. Vi hat keinen Grund zur Sorge. Hatten wir noch nie. Nett, mit dir Geschäfte zu machen. Ja? Ich dachte, Nomaden sind immer unterwegs. Aber du nicht? Leute wie mich nennt man Statics. Wir werden auch gebraucht. Jemand muss sich um die kümmern, die kommen und gehen. Schon klar. Kümmern. Für den richtigen Preis. Korrekt. Erzähl mir von den Badlands. Hier draußen ist nicht viel los, oder? Au contraire, wenn du die Augen und Ohren aufmachst. Das ist ein Ökosystem. Nomaden, Reffenschiff, Konzerne, Landstreicher. Ein komplexes Geflecht, dessen Gleichgewicht leicht zerstört werden kann. Und während wir miteinander sprachen. Ach, viel Spaß euch dann noch. Ja. Hat sie uns noch eine WhatsApp geschickt? Ei! Am Übergabeort am Sunset Motel. Ja, gibt ja nicht so viele hier. Also Übergabeorte. Ich meine jetzt nicht Hotels. Ja. Hotels gibt es noch weniger, aber... Ja, das ist halt genau hier links, hier rechts. Draußen kein Autofixer? Ich dachte, ne? Das wäre nee. Das wäre jetzt cool gewesen. Dann könnte ich schon mit meinem Van rumschüsseln. Mhm. Gibt nur ganz wenige Fixer. Heute ist es der 640 TS. Okay. Schon sagen, Licht war gar nicht an. Was? Konntest du nichts sehen? Ist so hell genug hier draußen, brauchst auch kein Licht. Es ist ja eigentlich überall hell genug. Das war ein Scherz. Der Straße wird gefälligst Licht angemacht, Nubbelhäschen. Ja. Und hier kannst du auch noch Zellen gehen. Brauchst du noch Munition? Im Moment nicht. Was? Hier ein Waffelhändler ist, deswegen kam ich gerade drauf. Nein. Abbruch. Will ich auch nicht. Brauchst, musst du da zerlegen, ne? Ja, im Moment bauen wir ja nichts, aber vielleicht später. Ja, weil oder das hat Cyberware-Updates und so, ne? Kann man es noch gebrauchen. Aber die hier, die kann ich nicht zerlegen. Zack. Und Junk verkaufen noch. Aber für 3 Eddies. Ja, ich dachte nur wegen hier, weil die, das sind ja hier Kategorie 5 Waffen. Ja. Ich
Wir geben ja noch die guten alten Ups. Hä? Hier hat einer eine Rolle Eddies zum Müll geworfen? 83.234. Scheiß drauf. Ist eh alles egal. Für den Aufwand, ja. Das war, glaube ich, sein Geld. Er ist wahrscheinlich so breit, dass er es nicht mehr gesehen hat. Hier, guck mal, unsere geilen Reifen ja, und Felgen alleine ja. Schon. Aber das sind Stahlfelgen, das siehst du sofort. Mhm. Hier ist nichts mit Leichtmetall bei einem Muscle Car. Leichtmetall brauchen wir nicht. Ich weiß für den Auftrag, ich war ja trotzdem überrascht über die. Genau, hier unten, ne, direkt unten. Ja, aber wo ist der? Wo ist der? Was denn? Autofixer dann. Ja, da kommen wir ja. Achso. Bei dir zu Hause. Jetzt muss doch mehr Autofixerin sein. Hast du die überhaupt aktiviert? Ja, ich bin auf dem dynamischen Feld, ja. Da ist Autofixerin, guck mal. Ja. Ganz hier draußen. Gar nicht so weit weg. Na gut. Ah. Kannst du in der Küche vorbeifahren? Ja. Hm. Gar nicht weit weg, sind 1,6 Kilometer. Ja. Ja, den Ragnar, das ist übertrieben. Da sieht man auch nichts drin in dem Ding. Es war auch nicht der, an den ich gerade dachte vorhin so. Boah, Lok sieht auch geil aus. Guck mal, mit zwei Antriebsachsen. Oder hier. Der Bargeld sieht auch schon geil aus. Das sind diese bewaffneten neuen Fahrzeuge. Mm. Der hier ist sogar schon mit Raketenwerfern und einem Schnellfeuergewehr ausgestattet. Ja. Der kleine Kolby. Weißt du, wir haben ja Kolby gehabt immer früher. Hier ist der. Ja, der ist da. Ach, da. Der Columbus 340. Guck mal, der sieht doch Hammer aus. Ja, was hatte ich denn da im Kopf die ganze Zeit? Den da. Den, genau, den. Den alten Transit, wo du auf den Motor gucken kannst. Ja, den hatte ich die ganze Zeit im Kopf, dass der das ist. Ja, nee, hier. Nein, wenn wir einen Van in schön haben, dann will ich den Van in schön. Ne, Van, ja. Ich finde, Van ist irgendwie eine Klasse für sich. Weil würde ich in den USA leben, hätten wir schon längst so einen Van. Sowas kriegst du ja da recht billig. Ein Van? Ja. Und dann im Sommer ein paar zwei Matratzen rein und dann gib ihm. Ja. Da darfst du ja überall parken und knacken, wenn du willst. Ja, da. Einfach auf den Truckstop fahren. Ja. Nicht so wie hier. So, schau dir das an hier. Ja. Das Baby. Ich geh nochmal Bier holen. Ich wollte auch in der Küche vorbeifahren. Willst du wirklich gehen? Dann geh. Ja. Hier. Ja. Schöne große Lagerfläche.
Eben, da kannst du doch zwei Matratzen, da können wir alle drei drauf knacken. Ja, ja, Spießi macht das ja so. Ja. Mit seinem Van. Wenn er dann mal fertig ist. Guck mal hier mit mit Dings, guck mal, Kamera und alles, Überwachung, geschützt. Ja. Ein Will Ford. Deine einzige Sachen hast du links und rechts noch verstopft. Ja, hier. Antenne für Internet und Funk. Mhm. Für besseren Empfang, dual. Ja. Schöne Beleuchtung. Schiebetür an der Seite noch. Ja, aber wir müssten einen Teil davon ja noch für weitere Sitzplätze machen, ne? Oder halt einen mit einer Dreierbank vorne kaufen. Ja. Die gibt's ja auch, die extra breiten. Ja, ja, klar. Na, mit einer Dreierbank vorne könnten wir drei einfach vorne nebeneinander sitzen. Weil sonst müsste ja immer einer hinten sitzen. Also mindestens einen drehbaren, umklappbaren Sitz hinten hätte ich dann noch. Den du dann aber auch einklappen kannst. Ist ja oftmals so. Die drei im Kühlschrank und das Blauwasser drin liegen, die sind deine. Nein, du kannst sie doch essen, habe ich gesagt. Trinken! Arrrr. Ich habe gesagt, wir teilen uns die, machen uns gemeinsam drüber her. Wenn du da nicht auf mich hören willst. Deswegen kannst du die anderen ja auch noch trinken. Dann trinke ich sie eben. So ist brav. So, von drin. Schön geräumig. Ja. Dann fahren wir mal hin. Hast du den Motor auch? Nee, ich habe gerade keine Kopfhörer. Ja. Dazu jetzt noch Growl FM. Was dem Spiel noch ein bisschen fehlt, sind so Auto-Tuner-Werkstätten, wo du dann die Fahrzeuge noch anpassen kannst. Ja, das stimmt irgendwie. Ein Überfall ist im Gang. Da sind wir natürlich herzlich zu eingeladen. Bist du fünf oder was? Nein, sechs. Das war's.
Schon ironisch, dass er eine Friedenspfeife dabei hatte. Ja, die sind ja auch friedlich. In ihrem Sinne dieser Welt. Gedankengut dieser Welt oder was auch immer. Wäre auch ein Autofixer gewesen. Mm. In die andere Richtung, kurz vorm Ziel. Ja, habe ich auch gerade gesehen, so sag jetzt lieber mal nichts. Damn, Dom! Nee, aber ich hab. Da oben liegt eine tote Leiche schon. Ja. Ist das nicht die Stelle hier? Nein, das ist nicht okay. Ich park aber mal hier. Da sind ja schon die ersten. Die nicht wohlgesonnenen Peoples? Ja. Baby, ich habe Arbeit für dich. Es gibt da einen gewissen Gegenstand, der schnell vom Schrottplatz geholt werden muss. Anbei findest du die Details. Was sollen wir denn holen für dich? Trainingsbot. Mhm. Trainingsbot, daran kann ich mich nicht erinnern. Mal ein Stück weg von meinem Van, bevor die Idioten auf die Idee kommen, auf meinen Van zu schießen. Was ist mit dem Psychovirus? Das ist eigentlich lustig. Toll! Einfach toll! Na gut. Hat der Psycho schon umgelegt? Das war, glaube ich, nicht Psychose, sondern. Das von einem auf den anderen Übergriff genommen hat. Verseuchung. Verseuchung, genau. Ja, den habe ich aktuell gar nicht drauf. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Der war aber lustig. Ja, aber der sorgt dafür, dass im Opfer Gehirnflüssigkeiten auslaufen und giftige Flüssigkeiten aus der Cyberwehr auslaufen und sowas. Und? Hm? Ich meine ja nur. Ja, ob sie jetzt sterben, weil sie eine Kugel vor den Kopf kriegen oder in den Arsch? Oder 30 Kugeln und deswegen erst sterben? Oder ob sie an einer Verseuchung durch ihre Cyberwehr sterben? Ja, ich weiß, es Gift angriff. Ja. Wobei, der ist hinter dem Haus. Dieses Giftding mit der Cyberwehr wahrscheinlich unglaublich effizient bei den Borgfressen ist. Mhm.
Super Nono Star. Da ist er jetzt. Er hat also mittlerweile ums Haus drumherum geschafft. Oder Hütte oder wie auch immer du das Ding bezeichnen möchtest. Wir müssen ja Eddies haben hier. Ein paar Dinger haben wir ja schon gehackt wieder. Dann muss aber irgendwas raus. Cyber-Psychose hat jetzt nicht sehr gut funktioniert, finde ich. Nee, das dauert zu lange, bis es neu lädt, ne? Vor allen Dingen, bis er dann was macht. Aber ich habe ihn noch nicht wieder. Mal gucken jetzt. Der war ja easy. 4x55 hintereinander. Nein. Ah, ich guck gleich mal nochmal. Irgendwann werden wir wieder so einen bekommen. Ja. Noch was WLAN ist. Direkt beim Van? Warum habe ich das denn ja gerade nicht gesehen? War doch gar nicht bei. Hä? Ist das unterm Van? Im Van. Im Van drumherum? Ist das immer. Ist dein Van, ne? Ja, aber ich kann den nicht fahren. Nein, kann doch. Dein Van war doch. Der ist kaputt, der startet nicht. Der Van war doch gar nicht hier drin. Das ist deren Van. Ach, der? Ich hab, das ist doch nicht dein Van. Doch, das ist dann drin in der Kiste, oder nicht? Eine Leiche drin im Auto. Ja, das ist der Trainingsport, aber der. Ja, aber da musst du da irgendwie. Da ist sonst nichts. Also ich kann den auch nicht Kontrollübernahme oder so. Das funktioniert nicht, das Fahrzeug ist defekt. Ne, hinter den intelligenten Splitter, ja. Dann wäre da vielleicht irgendwas drin gewesen oder so im Bot selber. Aber ich konnte ja jetzt nichts entnehmen. Naja, offensichtlich hast du trotzdem den Splitter. Den Splitter habe ich aus dem Bot rausgenommen. Ja, ja. Den habe ich ja bekommen. Aber irgendwie wo vielleicht nichts, keine Ahnung, frag mich doch nicht. Bin ich Gott? Schön ist super. Ich auch nicht. Ich habe dich ja gefragt. Du bist süß. Okay. Kann ich mitleben. Na dann. Ich war's. Ziemlich dreckig inzwischen, aber ist ja klar hier draußen. Da macht er nur Nickerchen. Dem geht's gut, ach Gott sei Dank.
ist einer von diesen berühmten Landstreichern. Mhm. Das lief nicht gerade so, wie ich es gewollt hätte. Aber wenigstens hat Red Joe jetzt was zum Trainieren. Auftrag abgeschlossen. Also ich könnte auch mit ihm trainieren. Kann ich voll gut boxen. Ich kann Tech rein weg. Ja, was wollte sie jetzt von mir? Wer? Da ist dann noch einer. Hätte ich die nicht umlegen dürfen da? Wahrscheinlich. Oder? Worum geht's? Ja, aber die haben doch sofort geschossen, nachdem ich mit dem Gewehr auf den ersten geballert habe. Ja, ne? Voll unverschämt. Ja. Nicht immer einen Warnschuss in den Kopf von dem Typen darf so abgehen. Genau, der hat den ersten Schuss sogar noch überlebt. Wofür hat er denn dann so eine Schädelplatte da? Weißt du, voll verchromt und dann noch rollen, wenn man einen Kopfschuss kriegt. Außerdem, was nützt dir ein Stahlhelm, wenn du einen Bauchschuss kriegst? Siehst du, also war ich ja noch ganz human. Ja. Oh. Der muss jetzt erstmal leider repariert werden. Ich habe keine Scheibe mehr. Ich sollte mir vielleicht merken, mit einem Van vielleicht nicht so arschschnell die Kurven zu nehmen. Ich wollte Bugbear doch gar nicht anrufen. Naja, Bugbear geht eh nicht dran. Caliburn, nee. In Arte, ja, der 640S war ganz cool, ne? Lights out last night, ended up having the craziest dreams. And no, not the Lizzie Wizzy wet and wild type neither. Talking piss your pants, wake up in a cold sweat crazy. So anyway, there I was, ass deep in the land of Nod. And yet I'm running naked through wet streets. I'm in Pacifica and being chased by a horde of night citizens. But here's where the sitch gets surreal. I look back and they're all wearing my face. Super realistic masks of me. Uncanny. Except none of them got any eyes. And the final fuckery. I catch sight of my reflection in a shop window and get this. Ain't got no face at all. Just wow. Bloody shit. Tissue and... big lidless eyes staring back. Freak me the fuck out. So, any Annihilator critics out there wanna shed some light on this shit show of a dream? Get in touch. I'm hella curious. Y'all want some more music? Ash has got you covered. Jetzt die Frage wieder, wo stellst du ein Muscle Car ab hier? Hier ist kein Parkplatz, gar nichts. Doch. Hier reinfahren. Noch größer kann er kaum werden, ja. Normalerweise halte ich es nicht für die beste Taktik, Leute mit Gewalt zu zwingen. Aber manchmal bleibt einem keine andere Wahl. Du musst dich um einen Drecksack kümmern. Sadist an der Konzernleine und eine fette Hämorrhoide in Night Citys Arsch. Tu uns allen einen Gefallen und kümmer dich darum. Details kriegst du. Vic Vega. Hobby Schädel zu trümmern. Mhm. Statt 2% Gehalt schicken die Konzerne ihn und seine Leute, terrorisieren die ganze Nachbarschaft. Ja. Ja.
Wegwäger. Du weißt es noch nicht, aber das, mein Freund, ist deine letzte Nacht auf Erden. Der Rest kommt sofort. Verzeihung, aber haben Sie einen Termin? Ich suche Vic. Vic Vega. Noch nie gehört. Sie müssen die falsche Adresse haben. Immer dasselbe. Gibt's hier noch freie Büroflächen? Leider nicht, fürchte ich. Alle unsere Einheiten sind momentan in Benutzung. Ach, durch wen? Tut mir leid, aber diese Information ist vertraulich. Tja, dann gehe ich einfach rein. Armen Schweine hatten keine Chance. John Wick geht auch immer durch den Eingang, Haupteingang. Ja, wo sonst? Was denn sonst? Brötchen essen, bevor das hier richtig losgeht. Was? Warum treffe ich nicht mehr so gut wie sonst? Weiß ich nicht. Ich habe gerade echt Probleme mit. Das
Anna hat hier richtig Spaß. Man hört's. Garantiert Japaner. Da steht in seiner scheiß Glastür. Das ist der Wichser, auf den wir suchen. Okay, jetzt sind wir hier fertig. Oh, dann ist jetzt auch gleich schon soweit. Ja. Mal sehen. Normalerweise, wenn ich dann eine Radiosendung ankündige, anschreibe, kommen ja wenigstens noch ein bisschen die Musikfans, die sonst keine Spielestreams gucken. Ja. Aber hoffentlich ist auch heute jemand davon da. Wenn nicht, dann... Tja. Habe ich Pech gehabt. Habe ich eine schöne Aufnahme für mich allein. Haben die Worte zum Wohl der Allgemeinheit eine Bedeutung für dich, Vee? Ja. Denn was du da abgezogen hast, hatte nichts mit Wohl zu tun. Mhm. Die Leute haben genug durchgemacht. Scheiße. Aber wenigstens ist Vega tot. Job erledigt. Wie hätte ich denn an den anders rankommen sollen? Ob mein Van wieder heile ist. Venanovic, komm zu Mitch. Hier draußen war nichts, ist nichts. Nee, ich glaube, das waren jetzt alle Nebenaufgaben. Glaube ich, weil ja keine neue. Doch, da ist noch. Doch. Dakota. 6 von 9. Ja. Kommt noch dann wahrscheinlich. Was eine fucking Scheiße, Mann. Gib mir dann schnell ein Bier holen, solange du fährst. Mhm. Du auch? Hab noch, danke.
Eine Sache werde ich an Konzernen nie verstehen. Sie haben alles. Macht, Prestige, mehr Eddies als Scrooge. Und benehmen sich trotzdem wie Vollidioten. Mein Kunde zum Beispiel, so ein Macker von Kang Tao, hat sich in Arroyo die Kante gegeben. Und dann hat Arroyo sie ihm gegeben. Er lebt, hat aber was Wertvolles verloren. Was immer das auch heißt. Wir müssen das Ding finden, ehe seine Bosse Wind davon kriegen. Details anbei. Ja, dann kann selbst Trauma nichts mehr machen. Ja, sorry, aber in der Stadt. Diese Sache mit Hellmann ist doch ganz gut ausgegangen. Besoffen durch die Gänserin. Night City den Strom abzudrehen, nur um einen AV runterzuholen. So wurden die Dinge hier früher erledigt. Der Großteil geht auf Panams Konto. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Ich weiß. Deshalb habe ich sie dir empfohlen. War's das? Pass auf dich auf. Dann werden wir doch hier mal vorstellig. Kämpf! Ich gehe weder auf LMG noch auf eine Höhe Schrote hier. Okay, wo ist denn der Splitter von Ginsky jetzt? Weiß ich noch nicht. Der splittert wahrscheinlich nur irgendwie hier rum. Ich sehe auch kein, das war das Mikrofon. Himmelsschild wollte ich gerade sagen. Das war es auch noch nicht. Da ist ein orangenes Ding auf jeden Fall schon mal. Lacht der hacken sollte, ne? Mm. Ja.
Dann wird der Splitter höchstwahrscheinlich... Ne, das war der hier, ne? Der lag in der Nähe der zu gewaltsam öffnenden Tür. Aber ich glaube nicht, dass die Antwort der Frage dahinter der Tür liegt. Weil... Das sieht eher aus wie so ein Lagerraum. Ja. Hier wird irgendwo noch ein Computer oder sowas sein. Ah, da steckt irgendwo in einem Computer oder in dem Kopf von irgendjemandem. Mhm. Nee, ist wieder der Hof. Geh nochmal rein. Oben war noch mal was. Geh nochmal nach oben. Irgendwo hatte ich da noch einen Raum gesehen, meine ich. Links in der Ecke? Nee. Das ist der scheiß Aufzug. Nicht den. Nein, nein. Hier geradeaus. Das ist doch so ein. Du weißt schon, ja, Stuhl. Das wird sein. Sieh an, sieh an. Da ist er schon. Hm. Ja, ich weiß. Du darfst jetzt gleich auflegen. Ich ruf mal Karl an. Habt die Daten. Was jetzt? Gut. Sehr gut. Wir sollten uns so bald wie möglich treffen. Es gibt da einen Ort. Moment. Ich schicke dir die Koordinaten. Bis bald dann. Bitte. Mach schnell. Ja, dann sende schneller. Hallo. Voll gelohnt. Karl! Gott sei Dank bist du hier. Eddies, Karl. Ja, ja, hier. Scheiße! Wir waren... Rettet mich! Und die Schrott halten! Rette das Geld und nicht dich, du! Oder war es Inga die, dass wir ihn retten müssen? Fuck. Ah, ich hoffe, Karl lebt noch. Wieso? Das ist Rob wieder sauer. Fuck. Ich hab da gesagt, da steht nirgendwo, rette Karl. Soll von mir! Sondern nur neutralisiere die Pipi-Macher da. Ich möchte gern, Amigos. Wer interessiert schon Karl? Du hast sie umgebracht? So ungefähr. Also gibst du mir am besten meine Eddies und verdrückst dich. Hier. Ich glaube, der hat ja wenigstens auf den Boden geworfen. Keine Ahnung. Da. Wie? Ich bin echt beeindruckt. Haarige Sache am Ende. Das hätte auch schief laufen können. Was? Für 2000 Eddies? Der Kunde atmet noch. Und du auch. Ich verfrachte Karl in ein Safehouse.
Die Extrakohle macht er bestimmt gern locker. Sauber gemacht. Ja. Ja. Aber nochmal 27,3 von mir. Okay. Ich wollte schon sagen, das wäre jetzt ein bisschen wenig. Ja. So, da fahre ich jetzt aber mit dem Links hin. Bike. Mit der Kusanagi. Lass dich nicht erwischen, Karl. Karl! Naja, hätte schlimmer ausgehen können. Music Session in Kürze. Bitte warten. Bitte warten. Bitte. Konzentrier dich aufs Fahren. Ja, aber auch nur mit Growl FM. Yeeha! Danke. Was ein heißer Ritt. Danke an die vielen Autofahrer, die mir beim Bremsen geholfen haben. Ja, in der Kurve so, ich wäre sicher weggeschlettert, wenn ich nicht gegen eine oder andere Limousine geknallt wäre. Yo. Freundin guter Knarren. Hi, Will. Deine Verseuchung ist jetzt endlich dabei. Ja, aber die war doch cool, oder? Ja, schon. Siehst du?
Ach, warte. Will. Oh, warte, Moment. Machen wir andersrum. Hm? Martin. Konzentrier dir. So, und jetzt kaufe ich Munition noch für nächstes Mal. Vielleicht ja morgen Abend noch. Ich weiß ja nicht, wie lange Gibbel bleibt. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange ich arbeiten muss. Das kommt auch dazu. Ja, das ist ja der Witz. Ah, ich schätze trotzdem mal bis 10. Ja, wahrscheinlich musst du dann die Olle antrainieren, ne? Mal lernen. Ja. Nee, ich hab halt gesagt, mir tut halt irgendwie die ganze Zeit schon Schulter und Nacken so ein bisschen weh, weißt du? Ja, Zug auf den Nacken gekriegt, ne? Und dann sitzt du da neben der Umweltanlage. Ja, wenn du die ganze Zeit dann selber Armbewegungen machst. Dann stand ich da so, das hatte ich immer noch nichts getan. Ich muss immer noch von 14 bis 22. Also ja, komm, ne? Ach so, meine liebe Kollegin war übrigens gar nicht sauber, dass sie noch die beiden Tabakcontainer zusammenwerfen musste. Nee? Nein. Okay. Sie war eher überrascht, dass der Spritwagen weg ist. Stör sie nicht, sie macht Yoga. So, ja. Kurzes Päuschen, liebe Freunde, und dann sehen wir uns wieder. Gleich wieder. Ciao, ciao. Ich bin weg.